Frau, Leben, Freiheit, die Parole der Proteste im Iran. Die dauern seit über 2 Wochen an. Tahmineh Rostami ist seitdem bei jeder Demo dabei, auch hier in Düsseldorf. Wir haben Tahmineh und ihre Freundin Azadeh vor der Demo am Samstag in Köln getroffen. Sie haben sich für die Kundgebung vorbereitet. Die Plakate Frau, Leben, Freiheit schreiben sie auf Deutsch und Persisch. Es hat eine große Bedeutung. Das heißt, wenn wir diese 3 Worte erreichen, nicht nur im Iran, sondern auf der ganzen Welt, haben wir alles erreicht. Es ist alles in diesen Wörtern zusammengefasst. Frau, Leben, was eine große Bedeutung hat, und Freiheit, die unser größter Wunsch ist, und wir kämpfen alle dafür. Tahmineh ist 34 und ist vor 4 Jahren nach Deutschland geflüchtet. Sie hat im Iran als Journalistin und Kindertheaterregisseurin gearbeitet. Hier in Deutschland macht sie das ehrenamtlich und unterrichtet Persisch für Flüchtlingskinder. Tahmineh sagt, als Frau im Iran lebst du ständig unter Beobachtung. Stellen Sie sich mal vor, als Frau schauen Sie jeden Morgen, bevor Sie das Haus verlassen, in den Spiegel. Anstatt zu überlegen, wie kann ich noch hübscher aussehen, was eine Frau oft macht, war meine Erfahrung so, dass ich in den Spiegel geguckt habe und geschaut habe, bin ich unordentlich genug, damit ich nicht verhaftet werde. Verhaftet wurde Tahmineh von der Sittenpolizei nicht. Sie ist vor denen immer geflüchtet. Sie kämpft seit Jahren für die Rechte der Frauen im Iran. Rechte, die hier im Westen zu den elementarsten Dingen gehören. Es gibt für Frauen im Iran eine Kopftuchpflicht. Sie haben nicht das Recht, einfach das Sorgerecht, ein Erbrecht oder die Scheidung zu bekommen. Fahrradfahren, singen, ins Fußballstadion gehen und noch vieles mehr ist für Frauen verboten. Für die Demo hat Tahmineh auch extra ein T-Shirt gemacht. Jetzt müssen sie losfahren. In Düsseldorf haben sich schon tausende Iranerinnen und Iraner versammelt. Wie in vielen Städten weltweit wollen sie sich mit ihren Landsleuten im Iran solidarisieren. Viele zeigen die Fotos von Mahsa Amini, der 22-Jährigen, die im Iran in Polizeigewahrsam gestorben ist. Bei diesen Protesten schneiden viele Frauen ihre Haare ab. Auch hier in Düsseldorf tun sie das. Das ist eine symbolische Geste, die unsere Solidarität zeigt. Wir haben alle angefangen, unsere Haare abzuschneiden. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Haare nicht mögen. Das bedeutet, jedem, der uns etwas aufzwingen will, werden wir diese Hand abschneiden. So wie Sie das auf meinem T-Shirt sehen. Auch Tahmineh hat schon aus Protest ihre Haare abgeschnitten bei der letzten Demo in Köln. Zurück nach Düsseldorf. Mehr als 6000 Menschen sind bei der Demo dabei. Tahmineh, die oft bei solchen Kundgebungen im Iran, aber auch in Deutschland dabei war, ist sehr hoffnungsvoll, dass die Proteste etwas bringen. Viele Leute, die hier sind, wollen Gerechtigkeit für das ganze Blut, das in den letzten 44 Jahren geflossen ist. Wir wollen nur Freiheit. Bis dahin geht das hier so weiter. Welche Hoffnung hast du für die Zukunft Irans? Wir sind alle optimistisch, sehr optimistisch.